So, wenn ihr jetzt unterwegs seid, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht den schicken Montageständer haben. Darum zeigen wir euch jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, wie das denn aussieht, wenn man keinen dabei hat. Jetzt wisst ihr sicher, Scheibenbremsen, ne? Opa hat das Rad früher mal umgedreht, ging auch mit den Zügen. Mit der Scheibenbremse müssen wir ein bisschen aufpassen. Luft im System und so weiter. So, machen wir den Schnellspanner auf. Hier im Prinzip ein bisschen mit dem Oberschenkel abstützen. Lenker nach links, dann rollt euch das Rad nicht weg. Vorsichtig die ganze Möhre dann da raus. Schaltwerk auch wieder nach hinten. Rappelt jetzt ein bisschen mehr, als wenn es jemand für euch hält, dann ist die Mühle auch draußen. Jetzt beim Ablegen, achtet darauf, dass es nicht auf die Schaltwerkseite legt, weil sonst könnt ihr euch nachher das Schaltauge noch ausbiegen, sondern dreht das Pedal vielleicht ein bisschen nach hinten und legt es vorsichtig auf Lenker und Pedal ab. So macht ihr euch den Rahmen auch nicht kaputt und vor allem das Schaltwerk nicht. Jetzt kann eure Flickerei am Hinterrad losgehen und dann zeige ich euch gleich, wie wir es wieder einbauen. Ein bisschen leichter macht euch das Ganze, wenn ihr die Vorderbremse, in meinem Fall links, mit irgendeinem Gummi oder irgendwas verseht, dass euch das Vorderrad nicht so leicht wegrutscht. Dann steht das ganze Ding stabiler. So, zum Einbau des Laufrades, Kassette wieder zur Kette. Auflegen, drüber ziehen, jetzt auch hier wieder achten, dass die Scheibe nichts kaputt macht und dass es sauber im Laufrad ist. Und die Ausfallenden wieder sauber ins Rad reingehen. Zudrehen. Schauen, dass es richtig drin ist. Fertig. Das ist jetzt natürlich ein Notbehelf auf der Piste. Wenn ihr jemanden dabei habt, fragt vielleicht, ob er es euch kurz halten kann. Das macht es leichter und er schwitzt nicht so wie ich. Dir hat das Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen hoch und noch besser, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, geh auf Abonnieren. Hier. Um keine weiteren Videos zu verpassen. Bringt uns erstmal nichts, aber zeigt uns einfach, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ist eine Wertschätzung für unsere Mühe und Zeit, die wir hier reinstecken. Ansonsten gerne kommentieren, gerne Fragen stellen. Wir machen das Ganze nicht für uns, da wissen wir ja genug drüber, sondern für dich hinter der Kamera. Also zeig uns doch über Like, über Kommentieren und auf Abonnieren. Hey, das Rand ist sogar cool. Ja, also wenn du uns mehr sehen willst, dann let's go.